Mein Name ist Jonas Garschummer. Ich habe an der HSWT studiert von 2010 bis 2014, den Studiengang Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Landschaftsplanung. Seit 2 Jahren arbeite ich am Landratsamt Rosenheim als Biodiversitätsberater. Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist, die verschiedenen Lebensräume in den Schutzgebieten im Auge zu haben, insbesondere die vielen seltenen Tiere und Pflanzen, die dort vorkommen. Die geben mir häufig Aufschluss darüber, ob das Ökosystem noch intakt ist oder ob es vielleicht Beeinträchtigungen gibt, die wir durch Maßnahmen vielleicht kompensieren können. Großteil meiner Arbeit beschäftigt sich aber eben nicht nur mit den Arten, sondern auch sehr viel mit den Menschen. Wir haben in unserer Kulturlandschaft sehr viele verschiedene Nutzergruppen. Das sind erholungssuchende Menschen, das ist vielleicht die Jagd, die Fischerei, auch die Landwirtschaft. Ganz wichtig ist es, mit diesen Akteuren und Akteurinnen zusammenzuarbeiten, um tatsächlich draußen auch was zu erreichen. Die Artenvielfalt ist die Grundlage für das Funktionieren unserer Ökosysteme und damit auch unsere Existenzgrundlage. Weiterhin haben wir auch eine Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt für nachfolgende Generationen. Was mich besonders begeistert an meinem Job ist, aktiv etwas für den Schutz der Artenvielfalt zu tun. Und es freut mich besonders, wenn man die positiven Entwicklungen in der Landschaft feststellen kann. Das Studium an der Hochschule war eine unglaublich tolle Zeit und habe auch sehr viele Leute kennengelernt, die mich auch heute noch begleiten in meinem Arbeitsleben.